Moinsen, wenn ihr die Technik-News der letzten Woche einmal schön zusammengefasst bekommen möchtet, dann bleibt dran. Ein Thema ist natürlich die Google I/O. Das ist so wie die WWDC, also die Entwicklerkonferenz, aber von Google. Es wurde sehr, sehr viel vorgestellt, aber ich möchte mich auf zwei Punkte fokussieren und das wäre einmal Android 12 und einmal Wear OS. Bei Android 12 ist es so, dass wir eigentlich ein ziemlich großes Update bekommen haben. Fangen wir mal mit Android 12 an. Wir haben neue Funktionen bekommen, wie beispielsweise mehr Privatsphäre, die man persönlich einstellen kann. Das heißt, es war in den letzten Jahren schon so, dass man Apps sagen konnte, nee, das darfst du nicht. Und jetzt wurde das nochmal verstärkt. Der größte Punkt ist aber wahrscheinlich nicht mehr Funktion, sondern wie das Ganze jetzt aussieht. Ich blende euch das hier natürlich auch ein. Es sieht einfach komplett anders aus. Es sieht alles sehr flüssig aus. Es war schon immer sehr flüssig. Es gibt ja auch Geräte, die haben 120 Hertz und ein Pixel läuft ja auch sehr, sehr rund. Aber es wirkt alles wie Material Design, aber 2.0. Also alles ist echt sehr, sehr smooth. Es sieht vor allen Dingen auch alles ein bisschen runder aus und es wirkt so, als ob alles aus einem Guss ist, ne? Das Benachrichtigungscenter, die Widgets, alles sieht aus wie von einem Entwickler. Die Frage wird da natürlich sein: Gut, das Stock-Android sieht jetzt so aus, aber wie wird es auf einem Samsung, auf einem Huawei oder auf einem Xiaomi aussehen? Und nach der Frage, wie sieht es da aus, ist natürlich auch, wann kommt es überhaupt raus? Für die Pixel-Geräte wird es Ende des Jahres soweit sein, aber wann bekommen die anderen Hersteller das hin? Ich finde, es sieht sehr nice aus. Man muss jetzt gucken, wie die anderen das umsetzen. Für die Pixel-Smartphones auf jeden Fall echt nice. Das zweite Betriebssystem, um das es ging, war Wear OS, ne, das Betriebssystem für die Watches. Da ist in letzter Zeit nicht wirklich was passiert. Keine großen Updates oder Ankündigungen. Doch das, was da passiert ist, war eine sehr, sehr große Ankündigung, denn Google tut sich mit Samsung zusammen und Samsung setzt jetzt auch auf Wear OS. Die Samsung-Uhren sind ja mit zu so die beliebtesten, ne? Die Galaxy Watches, und die hatten bisher immer Tizen OS, das heißt nicht Wear OS. Jetzt ist es so, dass diese Uhren auch auf Wear OS setzen werden. Wie es die bestehenden Uhren machen, ob die ein Update bekommen, das weiß man noch nicht, aber die neuen Uhren werden alle mit Wear OS sein. Und Google hat da auch viel mit Samsung zusammengearbeitet, an neuen Funktionen gearbeitet, mehr auf Gesundheitsfunktion und Fitnessfunktion gesetzt, denn das konnten die Galaxy Watches ja auch schon sehr, sehr gut. Hatten beispielsweise einen EKG-Sensor, der lizenziert war. Außerdem sollen die neuen Fitbit-Uhren, Fitbit wurde ja von Google gekauft, auch auf Wear OS setzen. Das heißt, wir haben jetzt echt viele Hersteller, die auf Wear OS setzen, und da sollte auf jeden Fall vieles Nices auf uns zukommen. Neben den Funktionen auch da neues Design, sieht ähnlich aus wie Android 12. Echt, echt nice. Bei beiden Sachen muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Das zweite Thema: PlayStation 5 Controller. Denn ab dem 18. Juni ist es soweit, ihr kriegt zwei neue Farben, die ihr kaufen könnt. Einmal rot und einmal schwarz. Die haben alle ein zweifarbiges Design und der schwarze soll 69,99 kosten und der rote 79,99. Die offiziellen Namen immer sehr nice: Midnight Black und Cosmic Red. Innovativ. Allerdings immer noch keine News, ob es neue Lagerbestände gibt und auch nicht, ob die Konsole in einer weiteren Farbe rauskommen wird. Jetzt hier haben wir aber kein neues Thema, sondern etwas Werbung in eigener Sache. Ich möchte dieses Jahr 100 Abonnenten erreichen. Wenn euch der Content gefällt, lasst mir doch gerne ein Abo da, liked das Video und kommentiert fleißig. Ich bedanke mich und weiter geht's. Apple Music Hi-Fi und AirPods 3. Das ist das dritte Thema. Das wird wieder etwas größer sein und länger dauern. Fangen wir aber mal an. Es war in den Gerüchten, dass Apple Music an einer Hi-Fi-Variante von Apple Music arbeitet. Was heißt das? Einfach Musik in höherer Qualität. Tidal bietet das ja beispielsweise an und das ist deren Nische sozusagen. Apple will das jetzt aber auch umsetzen und Musik in höherer Qualität anbieten. Und das sogar ohne monatlichen Aufpreis. Erst war es ein Gerücht, dass es irgendwann kommen soll. Jetzt scheint es aber offiziell zu sein, dass es ab Juni möglich ist, in höherer Qualität Musik zu streamen. Ohne Aufpreis. Es soll aber nicht nur in höherer Qualität Musik gestreamt werden, sondern auch mit Dolby Atmos, das heißt Surround Sound. Das ist ja über die AirPods mit Spatial Audio jetzt schon möglich für Filme, aber dann wohl auch für Musik. Es kann aber sein, dass Apple daran arbeitet, das Ganze über AirPlay möglich zu machen, sodass AirPods, AirPods Pro, AirPods Max das Ganze auch unterstützen. Das ist jetzt ja schon so halb offiziell. Ist es aber weiterhin in den Gerüchten, dass es bald AirPods 3 geben soll. Die sollen aber nicht über ein großes Event angekündigt werden, sondern nur über eine Pressemitteilung. Denn sie bieten wohl keine krassen Neuerungen. Es soll neues Design geben. Die sollen wohl beispielsweise nicht so aussehen wie die ursprünglichen AirPods, sondern eher wie die AirPods Pro. Man weiß allerdings nicht, wie viele neue Funktionen es geben soll. Ob es beispielsweise auch eine Geräuschunterdrückung geben soll oder dieses Spatial Audio. Da ist man sich noch nicht ganz sicher. Das Design ist aber wahrscheinlich relativ klar. Apple Music Hi-Fi auf jeden Fall ein nices Thema. Die neuen AirPods, da muss man wahrscheinlich abwarten, was sie dann auch Neues können. Sharp
Arcos R6. Das ist das letzte Thema. Das ist nämlich ein neues Smartphone, was vorgestellt wurde, wovon man hier aber relativ wenig mitbekommen hat, weil es auch wahrscheinlich nur in Japan auf den Markt kommt. Ich zeige es euch trotzdem, weil es ein paar Sachen hat, die echt interessant sind. Beispielsweise den Kamerasensor auf der Rückseite. Es hat insgesamt zwei, einmal den Hauptsensor und einmal einen Time-of-Flight-Sensor. Der Hauptsensor wurde mit Leica zusammen erarbeitet und ist 1 Zoll groß, was sehr, sehr groß für ein Smartphone ist. Hier habt ihr mal im Vergleich, wie groß so andere Sensoren sind. Das heißt, ihr seht, 1 Zoll ist schon ziemlich nice. Interessant ist, sie arbeiten mit Leica zusammen. Und die waren ja selber gerade in den Gerüchten, dass sie vielleicht nicht mehr mit Huawei zusammenarbeiten wollen, weil die ja nicht mehr allzu viele Smartphones verkaufen. Auch noch nice, ein 6,67 Zoll Display mit einem Hertz auf der einen Seite und bis zu 240 Hertz auf der anderen Seite. Krass auch noch, das Display soll bis zu 2000 Nits hell werden. Zum Vergleich, das S21 Ultra hat 1300 Nits. Andere Sachen normal, Snapdragon 888, 12 GB RAM, 5000 mAh Akku. An sich aber ein sehr interessantes Gerät, wie ich finde. Die Kamera, wie gesagt, echt nice, der 1 Zoll große Sensor, sollte ein schönes, natürliches Bouquet haben. Display echt nice, kommt zwar wahrscheinlich nur nach Japan und wir haben auch noch keinen offiziellen Preis, aber ein cooles Smartphone. Das war es aber auch schon. Wenn ihr was gelernt habt, das Video interessant fandet, dann würde mich ein Like freuen. Kommentiert irgendwas Konstruktives in die Kommentare und abonniert den Kanal für mehr. Würde mich freuen, euch noch einen schönen Tag und haut rein.